Erstmal mit den Erwachsenen reden. In den Höhlen da vorne gibt es ziemlich starke Monster. Mit eurer derzeitigen Ausrüstung lassen wir euch nicht vorbei. Okay, also brauche ich tatsächlich erstmal noch neue Ausrüstung. Willkommen in Papunica. Wir wünschen euch einen angenehmen Aufenthalt. Wie freundlich sie auf einmal sind, wo ich plötzlich groß bin. Erwachsene sind nicht lustig. Okay, der sagt immer noch das Gleiche. Das sieht doch gut aus. Willkommen im Abenteuerladen. Bitte gebt euer ganzes Geld hier aus. So, wie sehe ich jetzt, ob das besser ist als meins? Oh, eine Karte hatte er auch. Ich nehme mal die Rüstung. Eure Verteidigung erhöht sich. Ich gehe mal davon aus, dass das sowieso besser ist als meins. Ausgerüstet. Jetzt seid ihr im Kampf gegen starke Monster bereit. Ah, mein Inventar hat sich auch verändert. Okay, geht bestimmt nicht, weil ich in der Stadt bin. Trank. Phoenix Downer ist bestimmt eine Phoenix-Feder, die ihn wiederbelebt. Ja, ich spiele das blind. Wenn das heißt, dass ich es nicht kenne und einfach spiele, dann ja. So, theoretisch würde ich jetzt eigentlich nochmal kurz vor die Tür gehen und kämpfen, um mir diese seltene Karte für 500 zu kaufen. Aber vielleicht komme ich hier später ja nochmal vorbei. Nehmt euch auf den Weg zu der Höhle vor den Monstern in der Nacht. Okay. Ich bin kräftig, ich kann das. Oh, der Sound ist aber auch laut, wenn das losgeht. Bam, das Schwert ist richtig stark. Ah, vielleicht bin ich jetzt auch kräftiger geworden, dadurch, dass ich erwachsen geworden bin. Erzwungener Kampf. Jemand ruft um Hilfe. Ich habe gehört, wie jemand Hilfe gerufen hat. Sie wurde wohl von diesen Monstern angegriffen. Ach, damit ist bestimmt das Mädchen gemeint, was der eine Dorfbewohner sagte, ob das meine Freundin ist. Danke, dass ihr mich vor diesen Monstern gerettet habt. Ich brauche den Kristall aus der Höhle, um mein Heimatdorf zu retten. Helft ihr mir? Natürlich! Ihr scheint dem Szenario die richtige Verzweigung zu fehlen. Keres. Wollen wir sie Keres nennen oder hat einer von euch Vorschläge? Wenn ja, dann Vorschläge jetzt. Sonst lasse ich Keres drinne. Keres ist okay, na gut. Keres hat sich dem Team angeschlossen. Da will man mal gucken, wie sie reagiert. Bestimmten Dinge, weil man das Spiel durch hat und dann läuft der Stream nicht. Hm. Ich weiß nicht, was ihr da macht. Bei allen anderen klappt's ja. Es ist ja nur bei euch beiden so. Ob es hier auch geheime Wälder gibt. Ich gucke mal, bevor ich in die Höhle gehe. Ach, wieder dieses Chocobo. Siehst du, da fällt mir auf, ich habe selbst ja noch keinen Namen. Nee. Doch, hier ist das. Die versteckte Wiese. Ist ja witzig. Boah, mit Höhle. Echte Forscher. Ihr habt die versteckte Höhle auf der versteckten Wiese gefunden. Vor allem, wie kannst du mich eigentlich hören, City Driver, aber nicht sehen? Vom Handy. Oder hast du am Computer gleichzeitig mit an? Ja. Ach stimmt, du warst essen. Was gab's denn Feines, Philipp? Oh, die sind ja schwach, wenn selbst 11 Schaden schon reichen. Ich will endlich Erfahrung kriegen. Es kann doch nicht sein, dass ich hier so schwach bleibe. Boah, wie riesig ist das hier? Flammenkuchen. Ich habe auch noch einen im Tiefkühlfach. Ich habe auch noch kein Mittag gegessen, weil sich alles so ein bisschen verspätet hat hier. So, oh, hier gibt's auch was zu finden. Hätte ich vielleicht im Dorf mal doch ein bisschen rumgucken sollen in den Kisten und Schränken. Am schlimmsten hasse ich eigentlich, wenn ich keine Karte habe und ich weiß, ob ich in eine Sackgasse laufe oder irgendwas vergesse. Kekse! Ein Trank, das ist doch schon mal gut.
Die Invasion der untoten Katzen von E. Schrödinger, ein Bestseller aus Amazon, ist ja witzig. Frühstück, wann bist du denn aufgestanden, Gurke? Nein, 10 Schaden reicht nicht, um ihn zu töten, 11, ja. Was haben wir hier? Ach, ein Stern wieder. Das ist, glaube ich, unser 5. oder so, oder 6. Pünktlich zum Stream aufgewacht, ja. Ich bin auch nochmal eingepennt. Ich war irgendwo so 9:30 Uhr erst wach und dann lag ich, glaube ich, auch nochmal bis um 11. Ich habe irgendwie total verrücktes Zeug mal wieder geträumt. Manchmal glaube ich, dass mir meine Träume sowieso was sagen wollen. Halb drei. Habt ihr alle... Das ist ja Wochenende. Wollte gerade fragen, ob ihr alle Urlaub habt. Oh, 9. Sie wird ja immer schlechter. Ich glaube, 14:30 Uhr meinte er damit. 4. Also so langsam sollte ich dann mal einen Trank nehmen. Habe ich jetzt hier? Nee, mein cooles Menü von vorhin habe ich nicht mehr. Und die Tränke kann ich scheinbar nur im Kampf nehmen. Ist ja auch doof. So, gibt es hier noch mehr zu entdecken? Da geht er bestimmt raus, wenn ich an den Rand gehe. Ah, hier ist noch eine Kiste gewesen. Eine Schleimkarte. Also gibt es auch geheime Sachen zu entdecken. Das macht es natürlich schwieriger. Battlefield 4, ich bin für die Beta irgendwie freigeschaltet worden. So, ich gehe nochmal in die Stadt zurück und schlafe in der Nacht. Dann brauche ich nicht meine ganzen Tränke verbrauchen. Wie viel Kohle habe ich? Steht das hier irgendwo? 1420, dann kann ich mir jetzt auch die seltene Karte kaufen. Kommen wir eigentlich in dieses Haus mittlerweile rein? Warte mal, hier ist, liegt da bestimmt irgendwo ein Schlüssel dann drin, oder? Das nervt mich ja, dass ich da gerade nicht reinkomme. Kann ich eigentlich davon ausgehen, dass City Driver das Spiel kennt, oder habe ich das vorhin falsch gelesen? Dass er es durch hat. Achso, ich habe Battlefield 3 Premium. Ich spiel's aber nicht. Also bei mir ist es in der Origin-Liste aufgetaucht, als ich gestern mit meinem Cousin die Wettung der Welt mit Heldenkristallen von Sakuguchi. Als ich gestern mit meinem Cousin Dead Space gespielt habe. Mein Krampf. Ist das eine Anspielung auf Hitler? Mein Kampf? Oh, gibt's tatsächlich Sachen zu finden. Wer jetzt? Sixes? So, seltene Karte. Schön, also Sachen kaufen kann ich hier nicht mehr für das Mädel. Da geht's zu dem Haus, wo ich noch nicht reinkomme. Vielleicht kriege ich später irgendwo noch einen Schlüssel. Vielleicht komme ich ja wirklich nochmal zurück. Na dann, auf ins Getümmel, ab in die Höhle. Hier knüpfen ja echt Leute Freundschaften, ja. Ist ja witzig. Ich kaufe mir demnächst eine PlayStation 3, wegen den ganzen Spielen wie Final Fantasy und 10 Remake. Oh, was ist jetzt los? Wir müssen den Kristall finden. Seine Kraft kann eure Wahrnehmung der Welt verändern. Mhm. Und mit ihm könnt ihr das Böse, das mein Dorf bedroht, bekämpfen. Übrigens fällt mir gerade auf, dass ich nie gefragt habe, wie er heißt. Wie wollen wir ihn nennen? Klink? So, der erste Name, der jetzt kommt, den nenne ich ihn.
Hermann. So, dann nenne ich ihn Hermann. Nee, Xixis hat vorhin schon ausgesucht, jetzt ist Gurke dran. Aber Link wäre auch mein Favorit gewesen, weil ich ein riesen Zelda-Fan bin. Zelda und Final Fantasy und Kingdom Hearts sind meine absoluten Lieblingsspiele. So, Hermann, auch genauso geschrieben, wie er es wollte. Freigeschaltet, Einnahme. Endlich merkt das Mädchen, dass ihr ein echtes menschliches Wesen seid. Höhenmonster. Oh nein, die Kiste hätte ich nicht nehmen sollen. Vor allem vor hieß es, dass es in der Stadt nervige Musik ist. Mich nervt eigentlich eher diese Kampfmusik. Wie? Ist Zelda nicht etwa Link? Habt ihr jetzt alle eure PlayStation noch nebenbei angemacht? Ihr seid ja witzig drauf. Das Vieh hat übelst was auf. Torque. Ach, das ist die Karte, die ich eben bekommen habe. Warum das denn bei Adrian? Weil es kein Yu-Gi-Oh! Turnier gibt? Ist aber schade, dass Adrian gehen will. Es gibt doch später noch viel mehr zu sehen. Gut, Tränke habe ich für den Notfall. Tittenbonus. Cobra Zero. Einen Schaden macht sie. Ach so, hat sie eigentlich eine Fähigkeit? Kann ich ja mal gucken. Aber ich habe Fähigkeit ja noch nicht freigeschaltet. Ich denke mal nicht. Sackgassen. Titi Boni. Vor allem, ihr redet über Tittenbonus und dann ich hab dich. Das klingt irgendwie komisch. Was hast du denn von mir? Ah, sie hat tatsächlich Magie. Heilen kann sie. Oh, beide sogar. Das ist ja cool. Und es gibt nicht mal Mana-Punkte, also kann sie jederzeit heilen. Das ist ja geil. Und ich denke schon, dass ich meine Tränke gleich alle benutzen müsste. Erfahrungspunkte, na endlich! Ja, ich weiß, dass es PS3 Freundschaftsanfragen ging. Hermann hat Stufe 2 erreicht, sein Wert für Angriff wurde erhöht. Keres hat Stufe 2 erreicht, ihr Wert für Verteidigung. Okay, cool. Sieht man das im Inventar? Tatsache. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass unten rechts noch was sein könnte. Jetzt glaube ich raus. Oh nein, daneben. Ich glaube, vorderste und hintere Reihe gibt es hier auch. Bei vorne mache ich immer mehr Schaden. Wir machen Stream mal lang. Es geht ein bisschen länger. Vor allem, weil wir danach noch alle mal zusammen was spielen wollen. Aber finde ich ja sehr schön, dass du die Leute hier abwirbst. Ich wollte euch aber nachher noch das tolle Spiel zeigen, was mir Gorka geschenkt hat.
Ich komme nicht durch.